mitten im Weg stehen hier. Abgesagt. Alter, was war das denn? Oh Mann, ey. Ranz ist Glanz. Ich hab geschrien vor Angst, ohne Witz. Real Talk. Lass uns nicht auf die Fresse fallen, bitte. Kann das nicht versprechen. Boah, Junge, da bist du. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, ich habe hier heute Besuch auf dem Spot. Der liebe Carlito ist da. Was geht, was geht? Und wir haben gedacht, eine gute Idee, heute mal bei 30 Grad irgendwie ein bisschen zu trainieren auf dem Stuntspot. Ja, sehr guter Plan. Sehr gute Idee. Ja, hier ist Carlitos Bike. Das ist eine Husqvarna FE450 von 2020. Ich habe jetzt die blauen Felgen habe ich abgebaut. Stimmt, vorher hattest du blau, ne? Jetzt hast du genau, jetzt habe ich schön goldene Felgen. Das sieht auch richtig geil aus, finde ich. Genau, aber es kommt auf jeden Fall noch ein neues Design. So, mal gucken, wie es dann aussieht. Das Dekor hier mit so einem shiny Look und sowas. Richtig geil. Passende FMF, auch in komplett blau. Gabelbrücke, alles in blau. Es ist echt gut abgestimmt. Richtig schick. Richtig schicki. Ja, Khalid und ich fahren jetzt am Wochenende eine Stuntshow. Ich habe gedacht, trainieren wir heute noch ein bisschen. Gucken mal, dass wir noch irgendwie was einstudiert bekommen, weil erste Mal, dass wir zusammen eine Stuntshow fahren. Davor immer wir nur ich uns, mit Marian. Wir bringen uns doch wieder um. Ich wollte gerade sagen, wir fahren die ganze Zeit nur im Weg gerade. Ballern uns irgendwie über. Keine Ahnung. Auf jeden Fall richtig Bock, es wird witzig. Ja, auf jeden. Ich habe auch mega Bock jetzt. Ich hoffe, morgen wird es nicht so warm wie heute. Ja, heute hält es echt passend aus. Du kannst es halt auch generell so, wenn du keinen Schatten hast. Ja. Ja, und den Transporter, wenn du dich da reinlegst, hast du zwar Schatten, aber es ist halt wie so eine Sauna. Das ist halt echt richtig so. Kacke. Ich ziehe den Helm auf und dann nehme ich euch onboard ein bisschen mit und trainiere ein bisschen. Also, fangen wir mal an, ein bisschen erstmal uns warm zu fahren. Mit ein paar entspannten Circles. Ein bisschen den Platz hier mal wieder. Ein paar große Runden drehen. Boah, auch Ewigkeiten nicht mehr jetzt auf dem Stuntbike gewesen. Vor dem letzten Mal ja immer auf der Crossstrecke gewesen oder ein bisschen im Büro fahren. Deswegen erstmal wieder reinkommen. Weil du musst natürlich wieder mitten im Weg stehen hier. Ja, einige Leute haben sich ein paar Mal gewünscht, dass wir mal ein Wheelie-Tutorial machen. Mal vielleicht ganz normal, Basic Wheelie oder vielleicht auch irgendwie hier sowas, Stand-up Wheelies, wie sowas geht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock auf sowas habt. Dass wir mal ein cooles Wheelie-Tutorial machen. Ein bisschen die Basics, wie macht man das, wie übt man das vielleicht auch am besten. Ja, schaut einfach mal in die Kommentare. Und dann schauen wir mal, ob wir das irgendwann mal machen. Junge, das sieht so falsch aus irgendwie. Nee, das mache ich lieber nicht. Da lege ich mich hier nur aus, schön aus dem Maul. Wir machen lieber unseren Standard-Zirkelkram ein bisschen. Ja. Aber schön flat bin. Yeah! Gehen wir in die 8 rein. Und rechts. Oh, aber da habe ich jetzt kein Seil geschliffen. Ups. Ja, das können wir auf jeden Fall mal üben nochmal. Für Stuntshow, ein paar Achten fahren. Das ist immer so eine Sache. Theoretisch kann ich das und kriege es auch eigentlich immer hin, aber es funktioniert nicht immer auf Abdruck. Alter, was war das denn? Au. Ausgegangen. So, wollen wir nochmal jetzt unsere schöne 8 probieren. So, jetzt mal links rum. So, jetzt schön rechts rum. So, hoppala. Einmal absteigen, gehört alles dazu. Und wieder raufspringen. Und dann wieder links rum. So. Ah, herrlich. Wenn das happy, als ich achten gelernt habe zu circlen, es ist, wenn man in die andere Richtung, also je nachdem wie man natürlich anfängt, man ist erst links oder rechts rum circelt, ist das andere rum, ist andersrum circeln, aber echt wie neu lernen. Das ist komplett anders. Das ist richtig komisch. Und schwierig ist immer, den Punkt zu finden zwischen den Übergang sozusagen. Zwischen, okay, ich circle links, jetzt bin ich gerade und jetzt zack, kriege ich so einen rechtsrum circle. Das ist irgendwie. So, hoppala, jetzt haben wir links. Boah. Und jetzt wieder rechts. Ja, das ist immer wieder der schwerste Moment, dieses Umsteigen. Ah. Ich will sich mal fragen, als was Carlito arbeitet, sind das für Kohle hat hier. Huren- und Söhne-Kanzlei. Genau, ich bin der ist Anwalt. Ja. Aber halt nur für die Huren-Söhne. Ich finde das gut, dass so ein Fusch
halt echt nicht nur bei mir ist, sondern einfach irgendwie Standard ist. Vor allem, ich hätte ja sogar das Richtige, aber es ist irgendwie durchgebrochen, einfach durchvibriert. Und jetzt habe ich gedacht, statt das zu reparieren, nimmst du Kalbinder. Ja, das ist. Kalbinder, bist du leben, oder? Das ist gut so. Sowas hier brauche ich auch nochmal. Die Dinger. Sowas habe ich mir ja bestellt gehabt, aber ich war so dumm und habe die falsche Größe bestellt. Passt einfach nicht rein in den Lenker. Oh Mann, ey. Ranz ist Glanz. Für alle, die sich mal fragen, wie mein Kennzeichen so komisch ist, ich habe von der Spundwand aus dem Hamburger Hafen hier so eine Dehnungsfuge, die ein bisschen zurechtgebogen, zurechtgeschnitten. Ja, so heißen die. Und jetzt kann ich schleifen, genau. Ohne dass mein Kennzeichen immer durchbiegt und kaputt geht. Schleifen kann. Ja, es ja. Ist voll gut. Mein altes Kennzeichen habe ich bis hier immer weggeschliffen. Und so ist das optimal. Also, ja, schwabbelt ein bisschen hin und her, aber geht nicht kaputt. Ja, ist ja eine tolle Idee. Ja. Ist eine gute Idee, oder? Ja. Ja. Schön, schön. Ja. Also Leute, wenn ihr sowas auch haben wollt, guckt in den Shop nach. Gibt's bald zu kaufen. nee, natürlich nicht. So, Carlito darf jetzt bei mir vorne mitfahren, ist dein Abzirkel. Ja, muss. Dein erstes Mal, ne? Ja. Digga, ich sagte dir, als ich das erste Mal das gemacht habe bei Tommy drauf, ich habe geschrien vor Angst, ohne Witz. Real Talk. Ich kann das gar nicht ab, die Kontrolle abzugeben bei so einer Sache. Weißt du, alles machen, ich kann jeden draufnehmen, kein Thema. Selber drauf sitzen, null Kontrolle haben, richtig schlimm. Richtig schlimm. Aber ich wünsche dir viel Spaß. Ja, so. Für dich schön. Ja! Okay. So, wichtig ist, genau, lässt sich da fest. Und eigentlich muss ich das nicht erklären, aber du machst nichts, ne? Lieber in den Zirkel reinlegen, niemals rauslegen. Dann hebelst du mich einfach raus. Gut. Lass uns nicht auf die Fresse fallen, bitte. Ja, ich probiere das, ne? Ich kann das nicht versprechen. Digga, das sieht ich muss mal ganz kurz hier. Das sieht doch immer so affig aus, Alter. Karin, oh, ich bin so, mach doch Fuß drauf. Gut! Ich sag, das wird richtig komisch, ey. Oh Gott! So, ich zähle runter, ja? Ja. Okay, du machst nichts. Ja. Nur reinlehnen. Okay. Nee, ich bitte ein bisschen rein. Ja. Bereit? Ja. Eins, ja. Zwei, ja. Drei. Du Scheiße. Es klappt. Ja, aber es fühlt sich gar nicht so scheiße an. Geht? Nö. Echt? Alter, ich kann das gar nicht ab. Echt nicht? Nee, null. Ich hab gezittert vor Angst, wirklich. Ehrlich? Ja, ich kann das gar nicht ab. Aber ey, du bist ein super Beifahrer. Ja, danke. Das war richtig gut. Ey, das war so. Gut, ja, wir haben jetzt gerade festgestellt, mein Motorbolzen hier ist lose und schlackert ganz laut. Ich glaube, den soll ich nochmal festziehen. Guck mal, das Schrumpf ist immer fest. Körper weg, so Körper rausgenommen. Und wenn das nur Licht hält, hier ist noch das Blut von Marians Unfall auf der Crossstrecke drauf, auf dem Kasten. Sollte ich vielleicht mal sauber machen. Hoppala. So. Alter, ich würde sagen, die ist gut lose. Oh, ich weiß gar nicht, wie viel Drehmoment die jetzt bekommt. Ich mache die erstmal jetzt ein bisschen fest und das gucke ich nachher mal nach. Und dann wird das nochmal gut gemacht für alle, die jetzt rumheulen. Drehmoment, kommt noch. Also erstmal wenigstens fest. So Leute, jetzt wird's richtig krass. Und zwar Carlito und ich, wir machen jetzt ein geiles Rennen auf diesen superschnellen Karts. Irgendwie sowas. Junge, ich zieh dich ab, ich bin Rennfahrer. Ja, schön. Ich auch. Ja, ich bin schnellerer Rennfahrer. So, Carlito fährt mit einem geilen Mercedes hier rum und ich schnapp mir. Was ist das da hinten? Ja, keine Ahnung. So. 2 Euro kostet der ganze Spaß, ey. Das ist wert. So. Alter. Wow, Junge. Wow.
So Leute, es ist hier Startaufstellung. Haben wir eine Hupe? Nein. Okay. Bereit? Ja. Auf Plätze, fertig, los! Ja, Digga! Was ist der? Ja. Das hat keiner gesehen. Also definitiv schneller. So, bist du bereit? Ja. Das machst du jetzt nicht nochmal. Okay. Besser ist das. Auf Plätze. Fertig. Los. Ich bin vorne. Hey. Du wirst hier in der Innenkurve überholt. Du machst ja nicht Platz, Junge. Ich will die ganze Zeit überholen. Fährst du wie so ein Assi, weißt du das? Ich fahre die ganze Zeit total fair. Da bist du. Ja. Und du machst sowas hier. Ja. Ja. Zieh mir nach. Hey. Aber ich bin vorne. Was? So Leute, hier. Ich bin weiter vorne als du. Leute, schreibt in die Kommentare, wer gewonnen hat. Ja. Ich finde, ich bin... Genau. Das war fairer bei mir so, das ganze Spiel. Ja Leute, Kalito ist jetzt los. Ich habe auch mein Bike eingeladen. Sozusagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das, ja, dieser kleine Spot-Teil heute mal ein bisschen rumspielen, ein bisschen trainieren. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut.